Wir müssen aber darauf achten, dass wir da auch dem Wege so drumherum weghauen, dass sie nicht rüberspringen können. Ja, das meinte ich ja vorhin, da hinten gerade ist das ziemlich schwierig gewesen, oder ist das schwierig? Dann dem, wo auch das Höllentor ist und so. Ja. Okay, gegen Spinnen können wir nicht wirklich was ausrichten, so, ne? Kann drüber hüpfen, aber, ne? Ja, die können drüber klettern. Ja. Das gibt's doch nicht. Ein Zombie steht im Baum. Im Baum drin? Das ist doch nicht wahr, oder? Glitcher hier auch noch. Ja, müssen wir mir. Nee, 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 warum? Nee, ne? Doch, ja, doch. Ich glaube. Ja, bei mir ist aber nicht im Baum drin. Wo bist denn du? Also ich guck gerade auf dich. Ja, warte mal. Der ist noch hier, warte. Ach, der ist da oben. Ach, da oben, yo. Was eine Drecksau. Hammer, ne? Hammer. Im Baum. Dann mache ich das aber so. Ich werde oben drüber auch nochmal hier so einen Zaun ziehen, ne? Okay. Dass sie uns die ganzen Viecher nicht immer darüber springen. Schnell weg hier. Dann müsste unser Plätzchen auch schon ganz schön sicher sein. Ja, hoffen wir mal, dass es jetzt mal ein bisschen sicherer, wenn man sicher wird. Ach, mit Sicherheit. Da. Was sind das für Bäume? Ist mir jetzt egal. Das sind deine Bäume hier. Ja, ist echt schlimm. Ja? Wo kommt denn die Karotte her? Vom Zombie oder was? Ja, wahrscheinlich. Unglaublich. Hier liegt eine Erde rum. Fackel nehmen wir jetzt auch mal mit. Einen Stein nehmen wir aber nochmal mit hier. Ich baue da jetzt einmal wieder einen Stamm drunter und gut ist. Nichts passiert. Du Fuscher, du hier. Ja, willst du machen? Ah, das. Entweder viel arbeiten oder gut pfuschen. Ah, lieber gut pfuschen. Was Ah, noch? oh, ist Noch ja in der doch. Wand. Fast gar nichts mehr zu essen hier. Also, fast verhungert hier, ein Kack. Noch nur Knochen und so Dinge rum und Pfeile. Da war der Golem hier, Type wieder am Werk. Hat ja wieder alle verkloppt. Scheinbar, ja. Und Prügeltypen da, ey. Echt schlimm mit dem. Aber wir werden das nicht hinkriegen, dass wir das breit, genauso breit auf der anderen Seite kriegen. Vom Feld her. Kriegst du sowieso nicht um, ne? Obwohl, warte mal. Könnte doch klappen, Bäume vielleicht. setzen, Dingens, Laub, Blüsche. Wie hoch war denn das jetzt? War das ganz unten? Nee, ne? Das war auf der 1, 2, 3, Ich okay. geh nochmal Kühe füttern. Ich hab gerade noch ein bisschen dabei. Ja, macht das. Ey, mach den Tor zu, du. Die haben jetzt hier in große Gegend, können sie viel Gas geben. Oder was hältst du davon, wenn wir das Melonenfeld da vorne auf die Ebene hinpacken, wo wir gerade das gerade gezogen haben? Gut machen, ja. Weil dann, weil ich finde, das stört ein bisschen hier vorne. Ja. Sieht so aus. So Notbehelf halt war das. Ja. Und das muss ja nicht sein. So. Guckt aus.
Schwert brauchen wir ja gerade ja nicht unbedingt. Kennst du eigentlich das Problem, dass man den Eingang von Zäunen voll schlecht erkennen kann? Manchmal ja. So? Ja, kenne ich. Das Problem kenne ich. Ist mir leider zu oft bekannt. Also passiert mir leider zu oft, weil du bist am Gucken, auch wenn du die selber setzen möchtest, da vertue ich mich immer ziemlich gerne mit. Ich mach da jetzt was gegen. Ja, das ich mach gut, da immer rechts und links deine Fackel von. Okay. Ja, dann. Ne, optische Signale setzen. Ja, ausgeleuchtet muss da eh überall werden. Ein bisschen mehr. Und ich mach jetzt eine Fackel da ein bisschen zu nah. Erstmal. Was haben wir gesagt? Drei breit, ne? Ja. Auf dritten war, glaube ich, der Zaun dann immer. Ah! Okay. Dann passt das doch. Auch mit den Türchen. Okay. Was bei dem Steinzaun auch geil ist, wenn du da eine Fackel drauf sitzt, dann kommt da doch wieder dieser Knubbeldingen dran. Ist ja eigentlich gar nicht so schlecht. Also, da kannst du ja schöne Sachen mitmachen. Theoretisch. Aber mir gefällt das hier nicht trotzdem mit der Lehmwand hier. Erdwand hier. Na, ich leuchte jetzt mal ein bisschen den Zaun hier ein bisschen aus. Ringsrum. Machen wir das so. Ich bin nicht vorbei an den ganzen scheiß Bäumen, ey. Hey. Ich muss da drauf sitzen, die Fackel. Ich habe natürlich keine Schippe mehr. Wofür? Ich hab noch eine bei. Ach, ich hab noch genügend Rohstoffe dabei, also da. Das ist jetzt nicht das Problem. So, da habe ich schon mal ein bisschen ausgefackelt. Gehe ich mal auf der anderen Seite. Ist jetzt der Zaun aber komplett rum? Ja, mehr oder weniger. Ja, ist doch gut. Der einzige sind halt ein paar Stellen offen, ne, wo er halt... Ach, das ist ja nicht schlimm. Also, das wird sich so oder so, denke ich mal, das noch ändern, weil wer weiß, was wir hier noch alles hinbauen. Dann muss das ja auch noch erweitert werden. Na? Hier ist auch ein Loch im Zaun. Wobei der muss da glaube ich nicht sein. Der Loch. Ziemlich viele Löcher anscheinend. Wieso? Er hört sich so an. Ich höre nur, da ist noch ein Loch, da ist noch ein Loch. Überall Löcher. Wie ein schwarzer Käse. Als hier mit dem Fackelabstand, den habe ich jetzt nicht mehr gleich. Ich habe noch der DS mal nachzuziehen. Ja, ist doch egal. Hauptsache ist hell genug. Da jedes Mal nachzuzählen, wie viel Abstand er hat, das ist mir jetzt... Uiuiui. Das Feld wollte ich jetzt hier wegmachen, sagst du? Welches Feld? Melonen. Ja, das würde ich genau, das würde ich versetzen und würde das da hinten hinpacken. Dann können wir das vielleicht ein bisschen größer machen. Dann reiset das oder, schon ab. Oder irgendwo vielleicht auch so eine Baumschule, wo wir hier für Kakaobohnen züchten. Ja. Wobei, da bräuchten wir... Na ja gut, wir müssen glaube ich sowieso erstmal da die jetzt wieder abschlachten, die Bäume, ne? Ja. Und da auf Setzlinge rausziehen. Ja, die... Das hätte ich gar nicht weghauen müssen, glaube ich. Okay. Nö. Hätte okay, ich gar nicht. Dann reiße ich mal die Kakaobäume ab, weil die Tropenholzdinger, oder? Ja. So sollte das sein. Ah. Oh nö. Scheiße. Ich hab keinen Stein mehr, wirklich. Ja, hab ich noch. Nein, das war's. Ja. Mal ein Stack und jetzt nochmal. Halber.
Gut. Dort reicht, glaube ich, erstmal. Ja, die Gänge können wir ja eigentlich dann wieder hier zuhauen, ne? Ja, Ja, im von Prinzip schon. der. Hätten wir ja Ja, gesagt. gut. Mache ich jetzt. Habe ich jetzt erstmal zugemacht. Mein Gott, immer noch nicht hochkommen, das gibt's ja gar nicht. Jetzt aber. Ja, bevor wir dann wirklich mit dem Dach anfangen, dann müssen wir echt Steine besorgen. Ja, da ist ja hauptsächlich Glas eigentlich gefragt, ne? Ja, da brauchen wir auch eine Menge noch von. Oh, Lex, aber was für welche? Leckt mich an den Arsch, ey, gibt's doch gar nicht. Aber mir geht's das eigentlich. Ja, Ja, du bist jetzt so jetzt. irgendwie ein großes Leck vorhin und das war's dann. Und seitdem hält sich das alles schön tapfer in Grenzen. Jetzt gerade die richtigen Ausreißer, da brauche ich die Übung. Hier ist ja noch ein Baum, guck mal an. Ja, das müssen jetzt aber alle gewesen sein, von den Cowboys-Bäumen. Oh, das sieht doch schick so aus hier. Ne? Ja. Doch was. Fackelos. Dann war hier noch ein paar Fackeln drin. Ja, Setzlinge, wo wolltest du denn Ah, dann passt doch. so eine Baumschule mehr oder weniger hinbauen? Eigentlich wäre es ja sinnvoll, wenn wir die da vorne, wo wir die ganzen Bäume schon haben, hinpacken. Dass wir vielleicht. Jetzt mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob dich das vielleicht ankotzt oder nicht, aber ich würde den ganzen Areal würde ich genauso auf die Ebene runterziehen, wie hier, wie unser Weg ist. Ja, macht schon Sinn. Und dass hier vorne Aber ja, es kotzt mich an. und dass sie vielleicht auch so angleichen. Aber ey, das ist eine Kackarbeit hier eigentlich, ne? Wenn man überlegt, hier den ganzen, muss hier ja alles umbauen. Scheiß Terraformer hier immer. Ja, aber das ist halt auch so ein Ort, wo man einen guten Haus hinbauen könnte dann, ne? Ja. Oh, das gefällt mir ganz gut mit dem Beispiel. Schön hell. Dann fange ich schon mal an, Räder abzuklatschen hier. Ja, mach das. Ich gehe den einen Gang da mal ausfüllen. Also da den, Aber komisch, ich habe immer Lecks an der Stelle, wo hier der Kürbis im Melonenfeld war. Immer. Opa. Ja, vielleicht. Ja, wer weiß. Also an der Stelle muss irgendwie FPS fressen sein. Ja, wer weiß, was ist es? Keine Ahnung, vielleicht liegt das einfach in einem doofen Feld. Ja, das kann natürlich auch sein. Aber ich habe keine Ahnung. Aber ich bin mal gespannt. Also bis jetzt habe ich hier noch keine wirklichen Zombie, nee, Monster drin gesehen. Mit denen Na, wir ich auch das noch nicht. umgebaut haben, so ein bisschen. Mein Kies hau ich hier mal weg. Eigentlich kann der Weg hier eigentlich komplett weg. Ich muss, dass ich keinen Bock auf die Scheiße habe. Nee, höre ich zum ersten Mal jetzt hier. Gut. Ich gehe mal gucken, dass die ganzen Setzlinge irgendwie vergammeln. Ja, Wie das viel muss ja habe nicht ich? sein. Fünf habe ich. Sechs, da ist noch einer. Naja. Ach, was mache ich denn da? Ist so tief. So die Menge an Setzlinge war halt jetzt nicht, ne? Was hast du denn gekriegt? Sechs Setzlinge. Okay, ist nicht die Welt. Ne, eine Schippe brauche ich. Oder nehme ich die Diamantschippe für den Scheiß Haltbarkeit und Effizienz? Ja, kannst du auch machen. Also Diamanten haben wir genug. Ich meine, Haltbarkeit, ja okay, die lohnt sich auf jeden Fall für Sand, aber die kriegst du, Haltbarkeit kriegst du ja relativ schnell auf der Schippe. Ne?
Dann muss der Pilz auch weg, ne? Ja, aber die kommen ja neu pflanzen. Irgendwie ist die Schippe komisch. Wieso? Weil die manchmal einen so tief reißt und das geht dann so schnell. Ja, das passiert schon mal. Passiert ja bei der wegen der Effizienz ja sehr, sehr schnell. Bei Sand ist das noch schlimmer. Muss man mit der Sandabernte gehen. Da kommt Freude auf. Ja, die meiste Zeit geht relativ normal schnell, würde ich dir sagen, mit dem Ding. Aber wenn du dann aber einen tiefer gehst, aber rams, 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 dann haut er die raus. Ja. Ah, Mann. Scheiß Maus. Komisch, die Schuppe, echt, ey. Aber ich hab keine Schuppe mehr. Schon wieder nicht. Alles schon wieder kaputt. Ich glaub, es hakt. Ich glaub, das liegt echt an den Lecks, die ich hier habe. Das wird manchmal schneller, manchmal langsamer geht. Ja, kann ich gut sagen. Blöde Ecke irgendwie hier, ich sag's dir. Ja, ich muss nochmal eine Schuppe mehr besorgen. Aber das Feld könnten wir bald auch wieder anschmeißen. Also wenn ich mir das hier so angucke, dann schon fast fertig. Na, ist schon gut. Holz habe ich noch hier, gut. Das ist jetzt echt übel, seitdem hier so viel Erde lose rumliegt noch. Ich werde hier vorne schon mal ein bisschen Erde setzen. Da hat nämlich auch schon fast mein ganzes Metall voll Erde. Mal ein bisschen die Löcher stopfen, ne? Ah, die Eierfabrik läuft da ganz gut hier ran, ne? Mhm. Also läuft hier ganz gut. Ja, seitdem da die Hühner so drin sind, die großen. Es ist auch ein Scheiß gewesen mit dem Wasser. Ja, das soll mal einer wissen, ne? Ja. Aber wir haben keine Steine mehr. Tja. Du brauchst einen Zaun, oder was? Ja, Ösen, ja, ja. Nee, Zaun nicht, aber ich meine generell Stein. Hier. Pflasterstein. Mein Gott, General. Mein Gott, das ist ja nicht Auswahl mit dem Netz. Ja, bei mir geht die FPS aber auch ganz schön runter hier im Keller. Jetzt müssen wir den Hühnchen hier. Na, hier sind die Kühe, hier ist alles, was die FPS zieht in der Ecke. Ja. Und hier mit der Pornoschuppe, das ist die Hölle. Ich glaub dir das. Ey! Nee! Ich hab einen Creeper, aber gerade alles kaputt gemacht. Alles kaputt. Ah. Mann, oh. Ich hätte es auf einmal nur zwischen. Alter. Was ist so dein? Ach, da unten ist auch alles kaputt. Ach, mach ich erstmal so. Ach, hier jetzt auch. Hm. Wo ist denn das Schild hin? Ach, Manu! Kann ich mir erstmal ein Schild besorgen wieder? Oh. So, der Pilz schwebt jetzt so eine Runde. Ja, da, was cool wäre, wenn wir hier Leuchtsäulen rein hätten. Weißt du so? Geht sowas als Nachtleuchte. Pilzköpfe. Hey, da hat auch nicht jeder. Nee. Schilder hatten wir auch noch so viele, ne? Ja, genau. Ja, müsste. Ja, reicht das mal eins. Wow. Oh, also die Rinder dürfen jetzt auch so bald langsam aber sicher wieder ein paar haben.
Ja, die gehen ja relativ schnell, ne? Also. Ja. Die haben richtig Lust aufeinander, die. Ich würde schon weiter sagen, Verschweinchen. So. Was ist denn jetzt hier mit dem? Wolltest du allen einen höher klatschen? Ja, also alle auf der Ebene hier. Hat ein Dreckskreeper. Also hier leckt das gerade bei mir extrem. Also ich bin mal gespannt, wie das in der Aufnahme aussehen wird. Ich hoffe, das ist nicht zu extrem. Ja, hoffe ich auch. Also aber bei mir habe ich ja auch ganz schön FPS-Drops. Aber naja, bis jetzt waren ja alle Aufnahmen eigentlich immer recht okay. Boah, was alter Schwede, bis auf 3 FPS runter. Ja, das bringt ja dann gar nichts hier. Ist richtig übel. Keine Ahnung, was da los ist. Weiß. Aber die ganze Zeit, also das ist, ich krieg keine gerade Linie mehr rein. Also auf Tastaturanzeige. Ja. Ja, das ist doch kacke. Aber ich würde so oder so sagen, dass wir gleich erstmal ein kleines Päuschen machen. Ja. Sind ja doch ganz schön schnell dabei. Vielleicht ist einfach, keine Ahnung, heute irgendwie ein schlechter Tag für, weiß nicht, für FPS oder so, keine Ahnung. Meinst du, es gibt FPS-Tage und keine FPS-Tage? Ja, bestimmt, mit Sicherheit. Warum sollte es die nicht geben? Okay. Vielleicht hat mein Rechner einfach einen schlechten Tag erwischt. Ja, das könnte auch natürlich sein. Ah, komm mal, XP. Ha, die nehme ich nur mit. Geh mit der Zacke. Ah, dann haben wir da aber doch ganz schön viel hier umgebaut hier. Ja. Das ist eine Landschaft technisch. Auf jeden Fall. Ja, dann machen wir uns schlau dann für die nächste Aufnahme, würde ich sagen, dass wir so dass wir uns dann mit den Lichtsensoren schnell auseinandersetzen, dann, ne, dann können wir eigentlich die neuen Leuchten, die wir eigentlich vorhaben zu bauen, direkt integrieren. Das wäre ja eigentlich recht schön. Ja, das wäre auf jeden Fall ziemlich optimal, wenn man das jetzt recht zügig kriegt. Ja. Ja, aber ich würde sagen, dann machen wir den kleinen Bereich hier noch eben schnell fertig und dann machen wir ein kleines Schluss. Päuschen. Denke ich auch noch weit für heute. Ja. Ist ja auch schon recht spät geworden. Ah, ich muss noch einen Hund raus. Oh, okay. Ja. Ja, ich habe eine Katze. Also zwei Katzen. Ich brauche nicht raus. Ich habe gar keinen Hund. Ja, deine Freundin hat ja nun. Richtig. Ah, voll schlimm. Oh. Das Baby ist jetzt auch noch, ne, häufig. Oh. Die wird jetzt 9 Monate. Und ja, da fängt das ja an, ne? Jetzt hat sie ihre Tage gekriegt. Habe ich schon gesagt, super, dann habe ich mal 2 Frauen mit ihren Tagen im Bett. Freue mich. Ja, das ist doch was, wo wirklich, wo man sich drauf freuen kann. Ja. Der ist schon eine blutige Angelegenheit, würde ich mal behaupten. Oh ja, bei dem Hund auf jeden Fall. Obwohl, die macht es ja selbst weg. Trägt die einen Schlupper oder sowas? Also... Nee, die macht die leckt das selbst weg. Ah, oh, cool. Ja, okay, dann geht's ja. Und die Schwein. Hey, wo will der denn hin? Ja, dreh dich mal. Guck mal hier, was geht mit denen hier? Der dreht voll durch. Vielleicht mag der nur, dass er eingesperrt ist. Ja, ich glaube auch. Boah, wie viel Leben wir jetzt hier verballert haben, oder? Ach, Erde, meine ich. Ich habe mein Leben hier. Ja, schlimme Tier. Ja. Aber das Schöne ist, wenn wir... Ja? Wie machen wir das denn hier mit der Eierfarm-Gedingel-Fabrik? Ja, ich würde da erstmal einen geraden Cut machen. Ich denke mal, wir werden so oder so dann hier gucken, dass wir hier vorne noch einen Weg runterkriegen. Hier, der so 2 breit ist. Sonst würde ich nämlich das erstmal so zubauen, dass man, dass hier so eine harte Kante ist.
Wir wollten ja mal gucken, auch noch wegen wegen der Redstone-Kiste nochmal. Dass wir das mit den Eiern hier ein bisschen besser gelegt bekommen. Mit den Eiern? Ich dachte hauptsächlich mit dem Weizenfeld. Ja, am besten. Optimal wäre es ja, wenn wir alles zusammenkriegen könnten. Aber da weiß ich noch nicht wie. Aber irgendwann bestimmt. Ich hoffe es doch. Also ich gebe die Hoffnung nicht auf. Also, das schaffen wir schon. Ja, irgendwann. Schaka. Ja. So, das reicht dann aber auch schon hier. Denke ich. Dann kannst du den Zaun da gleich auch wieder neu ziehen. Ach, das mache ich nächste Folge. In der nächsten Folge dafür. Machst du dann. Na klar. Nächsten. Ah! Leck! Hilfe! Ja, fertig und die Musik ist auch alle. Nee, doch nicht. Ah, geht doch wieder. Ja, komm, aber ich will. Lass uns mal ins Häuschen gehen, dann können wir wenigstens den Dreck hier schon mal alles wegpacken. Ah, okay, essen soll ich. Ich kann wieder nicht rennen. Aha. Einfach mal dran vorbei gesprintet. Aber ganz ehrlich, ich will immer noch mal ganz kurz im Keller gucken. Ich will gucken, ob du da vielleicht doch Nachwuchs mittlerweile bist. Wer weiß. 1, 2. Hä? 3? Einer ist weg. Das waren noch 4, oder nicht? Ne, 3 waren's. Die beiden und so einen komischen. Ach ja, klar, der mit den Enderaugen ist da, das ist wichtig. Gut. Ja. Dann würde ich sagen, dann lass uns dort hier ein Päuschen machen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, dann sehen wir uns bei der nächsten Aufnahme wieder. In diesem Sinne. Tschüss. Tschüss.